Saudischer Blogger nach Peitschenhieben, nun Geldstrafe. 1000 Peitschenhiebe. Der Weg zur totalen Überwachung. China verbietet Winnie Pooh. Noch nie war es technisch so einfach wie heute, seine Meinung öffentlich mitzuteilen. Dennoch kocht auch in Europa die Debatte um die Meinungsfreiheit immer wieder hoch. Gibt es eine Meinungsdiktatur? Werden Meinungen unterdrückt? Oder sind wir sogar auf dem Weg zu Zuständen wie in Saudi-Arabien oder China? Ein Blick in die Vergangenheit. Die Meinungsfreiheit ist ein ziemlich junges Recht. Während der Aufklärung entsteht die Idee, dass Meinungen nicht unter Strafe gestellt werden sollten. Die europäischen Einwanderer in Amerika schreiben 1791 die Redefreiheit, Freedom of Speech, in ihre Bill of Rights. In Europa wird die Meinungsfreiheit erstmals nach der Französischen Revolution in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte niedergeschrieben. Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Doch schon damals ist die Meinungsfreiheit nicht grenzenlos. Sie darf nicht missbraucht werden, etwa um andere zu beleidigen. Davor und auch danach sind Redeverbote, Meinungsunterdrückung, Zensur und strenge Strafen an der Tagesordnung. Königinnen, Kaiser und auch die Religionen, insbesondere die katholische Kirche, verbieten und verfolgen andere Meinungen mit äußerster Brutalität. Wer sich gegen die Kirche stellt, bekommt es mit der Inquisition zu tun. Die Medien sind mit der Meinungsfreiheit eng verknüpft. Die Druckerpresse wird zum mächtigen Werkzeug. Massenhaft verbreitete Meinung kann schnell zur Revolution führen. Die Machthaber reagieren mit Zensur. Zeitungstexte werden von unerwünschten Informationen befreit. Bücher werden verboten. Im österreichischen Kaiserreich erfährt die Zensur im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Staatskanzler ist damals Fürst von Metternich. Es folgt die Märzrevolution von 1848. Am 15. März dieses Jahres wird die Zensur abgeschafft und Metternich verlässt das Land. Der Erfolg der liberalen Kräfte hält aber nur wenige Monate. Franz Josef I. wird Kaiser und die Zensur wird erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung der Republik Österreich ganz abgeschafft. Während des Austrofaschismus und während der Zeit des Nationalsozialismus sind abweichende Meinungen wieder verboten und werden streng verfolgt. Die Nazis verbrennen Bücher und stecken Regimegegner in Konzentrationslager. Tausende werden wegen ihrer Meinung ermordet. 1945 wird die Meinungs- und Pressefreiheit wieder eingeführt. Es gilt auch jetzt wieder, die Meinungsfreiheit endet dort, wo die Rechte eines anderen verletzt werden. Sie ist auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention niedergeschrieben. Es werden rechtliche Lehren aus der Nazizeit gezogen. Die NSDAP wird verboten. 1992 wird auch die Leugnung, Verharmlosung oder Gutheißung der Verbrechen der Nationalsozialisten unter Strafe gestellt. In den 1990ern geschieht aber noch etwas. Die Entwicklung des Internets ist vergleichbar mit der Erfindung der Druckerpresse. Auch das Internet löst eine Revolution aus, deren Folgen bis heute noch nicht ganz absehbar sind. Einerseits bekommen Millionen Menschen Zugang zur öffentlichen Debatte, andererseits stehen Shitstorms, Cybermobbing und organisierte Hasskampagnen an der Tagesordnung. Nun stellt sich die Frage, führen die unendlichen Möglichkeiten der sozialen Medien dazu, dass alle frei und gleich an einer Debatte teilnehmen können? Oder üben sich die Menschen in Selbstzensur, weil sie sich von einem Shitstorm fürchten?